hoch über den Dächern Wiens, genauer gesagt aus dem Haashaus, darf ich Sie heute hier begrüßen. Hier trifft man sich zur Programmpräsentation des Richard-Wagner-Festivals 2013. Heuer steht es ganz im Zeichen eines Jubiläums. Richard Wagner wäre heuer 200 Jahre alt geworden. Erscheinest du, o lieblichster der Sterne. 2013 ist ein Wagnerjahr. Im Mittelpunkt steht er, der verehrte, gleichzeitig aber auch umstrittene Komponist Richard Wagner. Operngenuss vom Feinsten verspricht auch das Festivalprogramm 2013 in der 24. Spielsaison. Den Tannhäuser Simon Wells noch schuldig, waren doch alle Facetten Wagners bereits zu sehen. Das Stück ist fantastisch, das Stück ist toll, ist grandios, das Stück ist geil. Vom Tannhäuser? Na gut, da habe ich schöne Erinnerungen. Meine Frau hat ja selber die Venus gesungen beim Tannhäuser, eine sehr, sehr anspruchsvolle Partie. Und insofern ist das also wirklich eine schöne Erinnerung, Richard Wagner und meine Frau als Venus. Als schwierig gelten seine Werke, dennoch sind sie für Wells kein Problem. Dass es ein sehr kurzer Auftritt ist, der einfach sehr gut sein muss, denke ich, in diesen 2 bis 3 Minuten. Und dass ich das möglichst gut hinkriege, das ist die Herausforderung. Und Wagner ist Wagner. Viel Unterstützung bekommt sie, nicht jeder aber outet sich als echten Wagnerianer. Ich habe ja Lohengrin inszeniert in Los Angeles. Da kommt man ihm schon näher. Aber wie Brahms mich begeistert, oder Beethoven, oder Johann Strauss sogar, kann ich mich für Wagner nicht begeistern. Das Tolle an dieser Musik ist, dass es eigentlich das größte musikdramatische Genie ist. Jetzt neben Mozart und Verdi sind die drei Gestirne das, was eigentlich die große Opernwelt ausmacht. Richard Wagner Opern, kann man sagen, sind Leckerbissen für die Ohren. Die Musik von Wagner beflügelt mich. Da kommen einfach Bilder, entstehen Bilder in meinem Geist irgendwie zu der Musik, wie ich das zu keiner anderen habe, vor allem nicht zu Barockmusik oder so. In Ton und Text kann ich das alles. Also ich könnte, wenn ich singen könnte, alle Partien mitsingen. Und im Schlaf auch? Nein, da träume ich von anderen Dingen. Gott sei Dank. Die Finanzierung für das Festival sei gesichert. So darf auch 2014 ein Jubiläum gefeiert werden, die 25. Spielsaison.